Ja, grüß Gott, meine Freunde vom Heiligsblechl und herzlich willkommen zur Folge Nummer 230. Es gibt wie immer Jesus-mäßig viel zum Sehr. Viel Spaß, es geht los. Yo. Top. Sehr gut. Wow. Lass mich erzählen, Räume sie platzen auf Lachi und Nack, wir decken mit Trost. Wollen wir Gaffer als Unwort des Jahres wählen? Also ich wäre sofort dabei. Und Rechtsfahrgebot kannte er wohl auch nicht. Dürfen hier die Pferde eigentlich auf der Straße laufen? Jo, dürfen sie. Schau dich die Scheiß an! Und war das Überholmanöver hier ziemlich dämlich? Jep, war es. Hier ist noch zu erwähnen, dass Pferde sehr schreckhaft sind. Für überholende Autofahrer gilt also Abstand halten, langsam vorbeifahren und nicht hupen. Außer vielleicht bei Polizeipferden, die sind es vielleicht gewohnt. Es bleibt tierisch. Igel! 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 Tobi hat schön das Lenkrad gerade gehalten. Er hat also sehr gut reagiert. Ihr denkt, das war knapp? Es geht immer noch knapper. Na, habt ihr das Hupen des weißen Mercedes auch gehört? In dem Fall musste er hier ausweichen, weil er hier unbedingt reinfahren musste. Was er eigentlich nicht darf, wegen der durchgezogenen Linie. Kommt doch safe gleich auf den Kaffee hier rein. Ja. Wenn wir nicht schnell genug sind. Aber zieht er direkt. Ja, genau. Also ich verstehe es nicht, warum er immer so knapp überholen muss. Auch hier in so einer Rechtskurve. Sie gefährden hier nicht nur den Gegenverkehr, sondern auch die, die sie überholen. Ja. Blödian. Also wirklich. Alter! Digga, geisteskrank heute, Leute. Junge! Komm in Kopf, Kopf. Also ich finde, es fehlt den meisten Menschen einfach Spontanität. Einfach mal spontan sein und schauen, was wird. Was wird? Der wollte bestimmt schon pünktlich um 12 Uhr daheim sein, um unter der nächsten Folge RLP Dashcam erster zu kommentieren. Die sieht ja aber auch wirklich gar nichts. Als klippe ich jetzt. Sag mal, seid ihr noch ganz dicht? Besseren Platz habt ihr nicht gefunden. Scheiße. Ach komm, weil es so schön war, gleich nochmal. Oh, Scheiße. Hallo, nicht wegfahren.
Was macht sie denn da? Ja, was muss denn da auch ein Auto stehen? Nee, aber Spaß beiseite. Ein Glück, dass Pika hier die Dashcam hat. Sonst machen die schnell den geflüchteten Fahrer. Die Aufnahme hier würde ich immer den Geschädigten zur Verfügung stellen. Und ein Tipp dabei, lasst nur den einen Clip mit dem Unfall drauf und schneidet, wenn ihr es könnt, das Video auf die relevante Stelle zu. Aber bei dieser Fahrerin glaube ich hier eher nicht so eine schnelle Flucht. Hier würde ich eher meine Hilfe anbieten, was Pika hier auch gleich tut, und der Omi erklären, wie das Ganze hier abläuft. Die Versicherung anzurufen reicht hier vollkommen aus. Die Polizei zu rufen fände ich hier etwas übertrieben. Aber darüber lässt sich ja bekanntlich streiten. Nee, sie haben das Auto erwischt. Mein Auto? Nee, das andere Auto haben sie erwischt. Ja, ich bin da. Da raus. Da vorne raus. Nee, sie sind gegen das Auto hier gefahren. Ja, soll ich die Polizei rufen? Ich guck mal, was dran ist. Ja, sie müssen ja trotzdem die Polizei rufen. Hier muss ich leider etwas ranzoomen. Der liebe Pfeil zeigt, auf wen wir achten müssen. Offenbar hat dieser PKW den LKW total übersehen. Fehlender Schulterblick, am Handy oder hat er ihn sogar absichtlich ausgebremst? Oder er wollte nach rechts wechseln, hat aber den anderen PKW übersehen und hat dann vor Schreck gebremst und dabei den LKW ausgebremst. Naja, jedenfalls hat der LKW seine Emotionen durch die Lichttube ausgedrückt. Hi, danke für die Einladung und danke für die Reise in die Vergangenheit und überspitzte Dinge, die ich vor fast 10 Jahren gesagt habe. Siehst du, wir wollen doch dich bei deinem Wort halten. Natürlich. Hier sehen wir gleich einen Motorradfahrer, bei dem die passive Mitgliedschaft beim Organspenden zu langweilig ist. Ich denke mal ihre Gedanken. Soll ich drüber oder doch nicht? Wo bin ich? Wie ist mein Name? Warum existieren wir? Da ja jetzt die kalte Jahreszeit kommt, gebe ich euch allen Videospendern und euch auch, die da zuschauen, eine wärmende Umarmung. Oh Gott, war das kitschig. Und wenn ich schon beim Danken bin, möchte ich gleich Keiji fürs Verpixeln der heutigen Folge danken. Kommen wir nun zu einem extremen Linksspurschleicher. Ist zwar jetzt kein Mittelspurschleicher, aber komm, ich pack mal das übliche Gedudel drüber. Und dem hier wird's jetzt auch zu blöd. Aber gleich so ein Manöver durchzuführen ist doch einfach verrückt. Wir sind ja hier nicht bei GTA 6. Ach, das ist noch gar nicht draußen? Ach, dann meinte ich GTA 5. Und wenn ihr auch mal in den Videos zum CSR wollt, dann prügelt auf eure Dashcam ein und schickt uns die Videos an clips@rlp-cam.com. In der Videobeschreibung findet ihr alle Infos zum Einsenden. Gebt gerne einen Daumen auf oder runter und haut ordentlich in die Tastatur rein, aber zu hart, sonst schwarze He. Und lasst gerne ein Abo da und drückt aufs Glöckle, sodass ihr nichts mehr verpasst. Fahrt auch ständig, bis bald, ade!